diesem Monat hat mir ganz besonders gut das Buch Communion gefallen. Das wurde 1987 von Whitley Strieber veröffentlicht und in diesem Buch geht es eben um Alienbesuche. Dieses Buch ist eben kein Roman, es zählt zur Sachliteratur und es ist eigentlich eine Art Autobiografie. Er erzählt eben in diesem Buch, wie er von nichtmenschlichen Wesen besucht wurde und was die mit ihm gemacht haben. Das Interessante an dieser Geschichte ist, dass er in keiner Weise jemals sagt, dass diese Wesen Aliens sind oder aus dem Weltraum kommen. Es ist wirklich nur eine Autobiografie von Ereignissen, die seiner Meinung nach wirklich stattgefunden haben. Ich würde sagen, dieses Buch eignet sich für Personen, die von vornherein schon ein großes Interesse für die ganze Alien-Thematik und Besucher-Thematik haben, weil es ist wirklich keine Unterhaltungsliteratur. Es ist einfach ein Erfahrungsbericht von jemandem, der sagt, dass es ihm wirklich passiert. Und er möchte das einfach nur die Menschheit wissen lassen, dass da draußen noch mehr existiert. Ich habe diesen Monat auch zum ersten Mal die britische Marke Liz Earl ausprobiert. Und zwar habe ich deren Hot Cloth Cleanser, den Skin Tonic und den Skin Repairing Moisturizer ausprobiert, also eine Gesichtspflege. Und das Tolle an dieser Marke ist, dass die nicht an Tieren testet und dass sie auch sehr viel natürliche Inhaltsstoffe haben. Der Hot Cloth Cleanser hat eben zwei Phasen. Zuerst trägt man den einfach auf die trockene Gesichtshaut auf und massiert das schön ein. Man kann den auch verwenden, wenn man bereits Make-up trägt, weil der auch super Make-up entfernt. Und dann nimmt man das Ganze mit diesem Tuch ab, das eben mitgeliefert wird. Das befeuchtet man zuerst mit heißem Wasser, drückt es dann ordentlich aus und tut damit eben diesen Cleanser von der Haut wieder entfernen. Und das ist wirklich super angenehm. Man bekommt damit alles weg. Es hat auch so eine ganz leichte Peeling-Funktion. Abschließend tut man dann eben den Skin Tonic drauf. Das ist eben so ein Gesichtswasser. Ich finde das wirklich toll. Also ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass es die Poren wirklich ein bisschen kleiner macht. Die Haut wird davon super glatt. Was auch noch erwähnenswert ist, ist, dass der ohne Alkohol ist. Also das ist natürlich auch toll, trocknet die Haut überhaupt nicht aus. Und zum Schluss kommt dann dieser Skin Repairing Moisturizer drauf. Und der wird auf der Seite beschrieben als reichhaltig, aber dennoch leicht. Und ich finde, das trifft wirklich zu. Es ist eine ganz, ganz angenehme Textur. Und man hat wirklich das Gefühl, dass die Gesichtshaut einfach richtig gut mit Feuchtigkeit versorgt wird. Das Einzige, was ich daran nicht so gut finde, ist, dass da kein Lichtschutzfaktor enthalten ist. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, auch noch diesen Sheer Skin Tint von der gleichen Marke auszuprobieren. Das ist im Endeffekt nichts anderes als eine getönte Tagespflege mit Lichtschutzfaktor 15. Außerdem wollte ich mal irgendeine Art Foundation oder halt Tagespflege haben, die schon noch meine Sommersprossen ein bisschen durchscheinen lässt. Für die von euch, die jetzt richtig starke Deckkraft suchen, für die ist das nicht geeignet. Es ist wirklich nur eine ganz, ganz hauchdünne Deckkraft und es verleiht der Haut einfach so einen schönen, gesunden Glanz. Und ja, ich finde es einfach schön, weil es sehr natürlich aussieht. Und ich kombiniere das immer ganz gerne mit meinen zwei Lieblingsconcealern und die sind von NYX. Und da benutze ich einmal den dunkleren Ton, um eben Hautunreinheiten abzudecken. Und den helleren benutze ich dann einfach, um eben die Augenringe abzudecken. Die von euch, die sich mein Food Haul angeschaut haben, auch mein letztes Video, was ein Vegan Food Diary war, die kennen das schon. Und zwar ist das ein veganes Eis von dem Hersteller Luwe. Und zwar ist es ein deutsches Unternehmen und die verwenden eben die blaue Süßlupine, um eben vegane Produkte herzustellen, wie zum Beispiel Eiscreme, Joghurt, auch so Puddings und Desserts. Interessanterweise wurde auch dieses Verfahren zur Gewinnung von dem Eiweiß aus der Süßlupine am Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung entwickelt. Und zwar sitzt das in Freising. Und das finde ich einfach cool, weil es ist wirklich ein regionales Produkt. Also diese Süßlupine wird in Deutschland angebaut, sie wird dort geerntet und die Produkte werden auch in Deutschland hergestellt. Das ist natürlich super toll für die Umwelt, weil es nicht ewig transportiert werden muss. Allein schon deshalb finde ich es toll. Und natürlich hat die Süßlupine auch sehr viel Eiweiß. Es kommt immer ganz drauf an, aber es ist ungefähr bei 40% Eiweiß. Das ist auch ein sehr hoher Wert. Als nächstes möchte ich euch eine App vorstellen und zwar heißt die Vanilla Bean. Vielleicht kennt ihr die schon, weil als Veganer sollte man diese App wirklich auf seinem Telefon haben. Und zwar ist Vanilla Bean eine App, die einem praktisch aufzeigt, wo es in der näheren Umgebung veganes Essen gibt. Das heißt, egal wo man sich befindet, in Deutschland, Österreich, in der Schweiz oder sogar in Luxemburg, man kann diese App einfach anmachen und man kann sich eben anzeigen lassen, wo man eben in welchem Restaurant vegane Gerichte bekommt. Und das Tolle daran ist, dass diese App eben nicht nur rein vegane Restaurants anzeigt. Sobald ein Restaurant auf seiner Karte ein veganes Gericht aufführt, kann das eben auch in dieser App aufgenommen werden.
Und zu guter Letzt habe ich zwei TED-Talks für euch, die ich euch wirklich empfehlen kann, wenn ihr euch für das Thema Minimalismus interessiert. Der erste heißt The Less You Own und ist von Angela Horn. Und der zweite ist A Rich Life with Less Stuff von den Minimalists. Von den Minimalists habe ich ja schon vorher mal gesprochen. Die haben einen eigenen Blog und die bringen jetzt eine Dokumentation raus, die jetzt gerade in Amerika in den Kinos anläuft. Und das ist eben ein kurzer 15 Minuten TED-Talk, wo sie eben über das Thema Minimalismus sprechen. Mir hat besonders gut die kleine Anekdote gefallen, wo Ryan erklärt, wie Joshua ihn in den Minimalismus eingeführt hat. Und zwar haben sie das mit so einer sogenannten Packing Party gemacht. Also im Endeffekt musste Ryan alle Sachen, die er besitzt, in Kartons verpacken, so als würde er ausziehen. Und für die nächsten 21 Tage musste alles in den Kartons drin bleiben, außer die Sachen, die er eben braucht. Und bei diesem Projekt ging es eben darum, rauszufinden, wie viel von den Sachen, die er eigentlich besitzt, wie viel davon er tatsächlich auch nutzt. Der zweite TED-Talk von Angela Horn, finde ich, eignet sich besonders gut für Leute, die gerade so mit dem Thema Minimalismus anfangen und da gerade sich so langsam reinarbeiten. Ich finde, es eine sehr gute Einführung. Und eine von den Aussagen ist bei mir besonders hängen geblieben und das war: The thrill is in the chase. Also zu Deutsch wird das heißen, der Nervenkitzel liegt in der Jagd. You're happy in the moment, sure, but that's only because the thrill is in the chase. Ultimately, that void you're trying to fill will not be filled with stuff. Ironically, everywhere we turn, there are adverts telling us how stuff will make us happy. But it simply isn't true. Happiness is a state of being. It's not a state of having. Das waren also meine Best of März. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und wenn dem so ist, ihr könnt meinen Kanal immer unterstützen, indem ihr dieses Video und auch alle anderen Videos auf den sozialen Netzwerken mit Leuten teilt, die ihr gerne mögt. Das hilft mir nämlich unglaublich viel. Und ja, damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und sehen wir uns in meinem nächsten Video. Ciao!